Herr Präsident, sehr geehrter Vizekanzler, werte Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Rede meiner Vorrednerin sehr aufmerksam verfolgt habe, so kann ich eines feststellen. Erstens einmal, wir respektieren Ihre Meinung, überhaupt keine Frage. Wir als Regierungspartei respektieren Ihre Meinung, aber bitte ersetzen Sie Ihre Meinung mit etwas mehr Ahnung. Mit etwas mehr Ahnung sollten Sie Ihre Meinung ersetzen, weil Sie können ja nicht Äpfel mit Birne vermischen. Sie reden von einem Sicherheitspaket. Ihrer Meinung nach 1917 auf den Weg gebracht, haben Sie gesagt, das war aber 100 Jahre später, ein Sicherheitspaket, das eben vor einem Jahr sich unterscheidet mit dem Sicherheitspaket, von dem wir heute sprechen. Zwei Paar Schuhe. Da hat schon unser Innenminister Kickl auch Entschärfungen hier vorgenommen, nämlich im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und im Sinne der Grundrechte und Bürgerrechte. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich frage mich überhaupt, wenn ich so die Wortmeldungen der Opposition hier höre, auch in den Medien, wo ist hier die Aufregung, wenn man endlich hergeht und nach vielen Jahren der Verunsicherung der Bevölkerung auch jetzt hier mehr Sicherheit hier auch feststellen und umsetzen will. Wo ist hier in Wirklichkeit die Aufregung? 2015, roter Bundeskanzler, offene Grenzen, Steigerung der Kriminalität, Steigerung der sexuellen Übergriffe, plus 54% mehr Kriminalität bei Asylwerbern. All das haben Sie verursacht, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ. Und jetzt stellen Sie sich her und regen sich auf, wenn man für mehr Sicherheit sorgen will. Da hat der ehemalige Bundeskanzler und sein Vorgänger, aber auch der ehemalige ÖBB-Chef, wie er geheißen, ich glaube auch Herr Kern, dafür gesorgt, dass die Grenzen offen waren wie die Scheunentore und mehr Unsicherheit und Kriminalität nach Österreich und nach Europa importiert wurden. Das ist Ihr Versagen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ. Und damit werden wir Schluss machen. Und jetzt haben wir einen Innenminister, der durch ganz Österreich fährt, der dorthin fährt, wo den Bürgern der Schuh drückt, aber auch der dorthin schaut, wo bei der Polizei vielleicht da und dort etwas zu wenig ausgestattet ist. Beispiel in Kärnten, in Klagenfurt. Da wird es dafür gesorgt, dass vom Hauptbahnhof mehr Polizei vorhanden ist, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Ja, der Bundesminister kam, der Herr Bundesminister sah und der Herr Bundesminister sorgt für mehr Sicherheit. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich dieser sogenannte Bundestrojaner ist natürlich auch dazu sehr wichtig und gut, dafür zu sorgen, eventuelle zukünftige Terroranschläge seitens radikaler Islamisten zu unterbinden, wo wir in der gesamten EU schon viele Anschläge erleben mussten, wo wir sehen mussten, dass auch viele Asylwerber, die über die Balkanroute gekommen sind, über die offenen Grenzen, damals waren sie verantwortlich gekommen sind, hier verantwortlich waren. Es ist gut so, dass wir endlich eine Möglichkeit haben, im Rahmen der Bürgerrechte dafür zu sorgen, dass solche terroristischen Aktivitäten schon frühzeitig erkannt werden und eingedämmt werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sorgen für mehr Sicherheit in Österreich. Aber allein auch die Aufstockung der Polizei, wie schon erwähnt wurde, mehr als 4.000 Polizisten mehr in Österreich, mehr als 2.000 Planstellen mehr und mehr als 2.100 Ausbildungsplätze mehr in Österreich. All das ist dazu geeignet, nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen, sondern auch die objektive Sicherheit hier in Österreich zu erhöhen. Und ich kann mich erinnern, damals noch in Wien tätig, wie oft der Bürgermeister Häupl der gescheiterten SPÖ daran erinnert hat und versprochen hat, dass es 1.000 Polizisten in Wien mehr geben wird. Nichts davon haben wir gesehen. Ja, ein Innenminister Kickl macht es möglich. Ich sage ein herzliches Dankeschön, nicht nur als Österreicher, als Bürger, als Wiener, jemand, der will, dass in unserer Heimatstadt die Sicherheit wieder großgeschrieben wird. Danke sehr. Das Sicherheitspaket, das im Vorjahr debattiert wurde, ist mit dem heutigen nicht vergleichbar. Der Geschäftsführende Clubobmann der FPÖ, Johann Gudenus, versteht die Aufregung nicht.